Jetzt ist es zu spät. Jawohl, das ist ja wurscht. Das ist wurscht. Das ist wurscht, ja. Und dem Street Warrior, der Drunken Sock Session mit Call of Duty Exo-Zombies. Exo-Zombies, das sind Zombies, die Exosuits tragen. Und nur gefühlt irgendwie 5% von diesen Zombies tragen tatsächlich Exosuits. Anders würden wir keine 5 Minuten in der Runde überleben. Das Problem ist eher an ihrer Massenüberzahl. Komm, suchen wir uns mal eine Lobby! Massenüberzahl. Massenüberzahl. Hast du schön gesagt. Und ich hoffe wie immer wieder, dass ich der Hausmeister bin. Die Lobby geschlossen. Hey, wir suchen. Die Leute wollen, glaube ich, irgendwie mit Splitscreen-Leuten zusammenspielen. Tu doch nicht so, Mann. Doch, ich bin der eiskalt coole. Der da, der so schielt. Der schielt nicht. Was ist denn jetzt los? Die Lobby-Spiele öffnet. So das letzte Mal. Aber da haben wir bereit machen gedrückt. Aber diesmal nicht. Vielleicht denkt das Spiel, wir sind bereit. Vielleicht hat jemand Xbox gesagt. Vielleicht das Spiel bezahlt und sie fürs Denken. Manchmal hat es nicht reagiert. Ja, aber wie ich sage, ich spawn jetzt. Ja, okay. Es ist alles auf dem Patch behoben. Was ist das jetzt? Wir sind der Host. Spielsuchen. Aber jetzt. Call of Duty, Advanced, Warfare, Spaß. Hier ist es Ryan Mundy und Joker irgendwer. VxGeeks, Joker. Wir sind ready. Haut rein. Hast du eigentlich so ein Headset für dieses Ding? Hab ich. Wir schließen es aber lieber nicht an. Hä? Ja, schau, einer hat schon keinen Bock mehr. Entweder, jetzt kommt gleich wieder das Spiel habe ich geschlossen, oder wir sind zu zweit unterwegs, oder zu dritt. Mit irgendeiner Typen da. Mit Exoslam könntest du den Feierabend ausschalten oder betäuben. Oh ja, betäuben. Beat.eubn. Die Dinger essen es echt scheiße. Hm? Die Teile essen es echt scheiße, ich habe ständig was zwischen den Zähnen. Wahrscheinlich nur, weil du diese Lücken zwischen den Zähnen hast. Hast du das Kind eine Zahnspange? Oh, hallo. Echt? Ich auch. Deine Anrufe kommen nicht durch. Ha, ha, ich bin nur der Hausmeister, ist gar nicht dabei. Und jedes Mal, wenn ich den Typen jetzt sehe, muss ich an Super Soldier von vorhin denken. Super Soldier? Jo, wieder mit MK, mit dir habe ich bis jetzt selten enttäuscht. Ich hab dich bis jetzt eigentlich fast noch nie hergenommen. Ja, weil du eine Wurst bist. Wieso holst du sie an dir? Was? Wieso holst du sie dann, wenn du sie nicht hernimmst? Ja, besser das als eine Waffe, oder? Nee. Ey, doch. Ist das schon aber nicht. Call of Huraris! Hey, wir sind zu viert! Oh, 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 wir sind so ein richtig kleines Grüppchen. Vier. Wieso? Ich hab keine Ahnung. Sind im Call of Duty Zombie-Modus. Irgendwie jedes Mal, wenn ich den Typen sehe, denke ich mir so, eine Lusche. Der rumsteht und eine schlechte Verbindung hat und deswegen nichts kann. Und dann sagt der Typ da, okay, der hat. Die Tussi hat genauso wenig an wie mir, weil der hat gerade den Strom aktiviert, hat aber keine Exosuit. Oder fall der voraus, denke ich, weiß auch nicht. Ich bin die Tussi. Bist du die Tussi? Hast du gerade den Strom aktiviert? Nein. Ich war zwar an dem Ding gestanden, aber ich habe ihn nicht aktiviert. Aber irgendwer hat den Strom aktiviert. Ich sehe es. Ich weiß nicht. Ich habe kein Geld, scheiße. Ich den Zombie gerade weggekillt habe, zack. Busch. Ich wusste, dass man mit dem Messer kritisch treffen kann? Ja. Das ist, wenn du so richtig reinstichst und nicht nur schneidest. So richtig so? Ja, genau. Na, wenn du so richtig reinstichst, dann ist er tot. Wie sieht's dann aus, wenn du kritisch hat die Tür, hat er die Tür gemacht? Nicht, dass ich wusste. Ich hab kein Geld, um die Tür aufzumachen. Ich hab 820. Ich glaube, ich hab auch nicht. Du könntest die Tür aufmachen. Ja, warum soll ich das wollen? Tu es. Okay. Und wie hab ich die Mut bekommen? Tür geöffnet. Die Kontaminationszone. Also wenn du es nicht schaffst, binnen einer Minute hier 250 Takten zusammenzubekommen, bist du im Arsch. Warum? In einer Minute. Achso. DNA-Bombe! Jetzt verstehe ich das. Hast du eine Minute Zeit, um dich von der Infizierung wegzumachen? Ja. Ich kann mir nicht meine Uzi leisten. So arm bin ich. Das geht so einfach auch im echten Leben. Einfach dekontaminieren und alles gut.
Bei Zombies glaube ich zumindest nicht. Zumindest so ein bisschen Ammoniak draufhauen und gutes. Ja, je nachdem, ob du gebissen wirst oder angekotzt. Bei Ankotzen könntest du hin, aber bei Beißen ist es ja im Blut drin, also. Hast du ja, aber wenn es nicht im Blut drin wäre, würdest du gar nicht infiziert sein, oder? Ja, doch, kann es sein, dass du es einatmest oder so. Dann ist es auch scheiße. Ja, deine Theorie hat Lücken, mein Gutster. Ja, aber wenn du dich mit irgendwelchen Chemikalien... Kannst du aber auch mit so einem Schmarrn zu verzählen, dann war ja, das... Ja, aber wenn vielleicht... du dich mit einer Chemikalie betäubelst, dann ist doch auch irgendwie ein Scheiße. Wenn du es abwaschst, kann es wieder gut sein. Ja, stimmt, aber ja. Dann bin ich auch nicht infiziert, sondern benetzt. Ist das... Nein, auf Motzen möchte aber ich keine Theorie. Würdest du eine Scheiß drauf geben, wenn du sagst, oh, du bist mit dem Zombie-Virus benetzt? Wahrscheinlich nicht, weil es ja in einem Zombie-Film noch nie irgendwen gestört hat. Dass er von dem Zombie angeblutet wird. Aber sobald beißt, ist alles scheiße. Ja, ja, richtig, weil da hast du den Scheiß in dir drin. Ich meine, wenn dich jemand mit AIDS anwickst, hast du ja auch kein Problem. Aber sobald er dich beißt, glaube ich. Nein, beißt ist auch okay. Nein, warum doch? Ach, nein, der Speichel stimmt. Sobald er dir den Penis Arm aufreißt. Sobald er dir den Arm aufreißt und dann reinwickst, das ist scheiße. Das ist scheiße. Hey. Hey, Zombie. Irgendwie so viele Leute so wie Zombies unterwegs. Ja, besser als wie wenn für zwei Leute zu viele Zombies unterwegs sind. Also war es ja bis jetzt immer. Ja, weil der dritte nie wirklich was getan hat. Man könnte mal eine Tür abmachen. Ja, ich hab 1250. Du hast mehr, also bist du jetzt mal dran. Ja, Leichenhalle hier, Ogo Ogo. Ogo Ogo. Ist den Leuten scheißegal! Ich gebe mir 1000 Tacken, das ist den Leuten scheißegal! Hey, Exo Room! Exo Room! Ich brauch mehr Munition! Muss jetzt aber demnächst, den muss ich jetzt aber anders auch machen. Exorum. Die neuesten Spielzeuge. Ist da noch einer? Nope. Was ist das? Ja, keine 1000 Tacken für irgendeinen Raketenwerfer. Die hab ich nie mal hergenommen. Weil die Geldverschwendung. Da bist du selber schuld. Ich bräuchte jetzt mal eine neue Waffe. Hol dir eine. Glaub ich. Na, ich brauch das für eine Tür. Hol ich mir lieber so eine billige Waffe. Geld. Yeah. Soll ich den Strom anmachen? Khan, wie kommt es, dass du von all dem hier nichts weißt? Der hat schon wieder den Strom aktiviert. Hat der Strom wenigstens diesmal was gebracht? Das Ding sieht irgendwie wichtig aus. Was ist da drin? Ja, hast du den Strom aktiviert? Ich hab den Strom für das Ding aktiviert. Okay, ja, dann machen wir Mathe mit dem Teil. Achso, nee, das ist wieder für so ein Exo-Dings. Exo einfach. Hey, Hunde! Oh, Hunde! Play do doggy doctor. Ganz genau. Das Ding sieht irgendwie wichtig aus, aber machen wir nichts. Naja, es ist nur groß und sieht toll aus. Die Munition wird knapp. Eine Waffe! Eine Waffe! Weißt du? What kind of weapon is it? Feuerstoß. Hebra. Ja, genau. Ist kein Feuerstoß normalerweise. Ne, dann hab ich einfach nur einen echt schlechten Triggerfinger. Ja, hast du. Ich hab von dem Typen unten. Oh, da sind... Ah, das sind diese Menschen, die in diese Beutel angeschweißt sind, die mir irgendwie im Story-Modus schon so ein bisschen schwer aufgesessen haben. Exo-Testanlage. Diesmal habe ich wirklich nicht genug Kohle dafür. Der Typ mit dem Cappy auf hat am meisten Kohle. Der soll mal was ausgeben für uns. Ich habe mal Munition für alle gesammelt. Du bist ein ziemlich guter Schütze, alter Mann. Ich weiß nicht, der Typ, der steht hier im Korridor rum und will, glaube ich, nur absahnen. Ein Absahnerich. Ja, ich komme jetzt wieder zu euch, weil der Typ ist mir echt Latte. Latte? Macchiato. Aber das ist überhaupt kein Teamplayer, der soll immer lieber die Solo-Kampagne spielen. Spart mir. Wenn es eine gäbe. Ja, mit Zombies, das wäre geil. Gabe Askes. Er soll mal hochkommen hier, Mann. Der hat 4000 Tacken. Der könnte uns die Tür zur Zombie-Anlage aufmachen. Wie viel braucht's denn? 2250. 1250. Ja, wenn wir jetzt mit dem Multiplikator mal Zombies killen, dann kann das schon hauen. Aber die rennen, glaube ich, alle zu. Jo. Okay. Das war schon nicht mehr. They don't know Obama. Sind die alle? Sind die alle bei dem? Wahrscheinlich. Ja, tut mir leid, wenn man 6000 Euro. Euronen? Ja, ich. Der rennt dir die ganze Zeit im Korridor auf und ab und killt dir einfach nur Zombies. Das ist scheiße. So funktioniert die Zombie-Apokalypse nicht. Genug Zombies für alle. Das steht im Tarifvertrag. Oh nein, ich hab schon wieder den Kettenwerfer geholt. Du bist doch ein Trottel. Ah. Hör doch auf, das Ding zu benutzen. Das ja, ich dachte, nicht. Ich hab mal Glück. Ja, dachtest du. Ja, dachte ich mal.
Oh, komm. Der hat diese Raygun. Guck mal, hinten neben dir. Ein Bee. Hey, du kannst die Tür zur Exotest-Anlage aufmachen. Und dem Typen weiter das Geld nachstecken. Dem hau ich in die Fresse. In die Fräse. Der weiß schon, wie dieser Zombie-Modus läuft. Nicht weitergehen, Kohle machen. Punkt. Kohle bringt ja auch nicht, wenn du am Boden liegst. Also soll ich jetzt den Exosuit-Raum aufmachen? Ja, ich mal zumindest Exosuit, das wäre doch was. Ich glaube nämlich, ob Level 7 kommt, nämlich sowieso diese super bösen Infizierungs-Bees. Wo steht eigentlich die Runde? Ach, da oben. Oben links. Wo geht der? Da rein, ne? Ja. Muss man für den Exosuit nicht auch nochmal bezahlen? Da musst du über den Strom anmachen. Ja. Wir müssen einfach auf Hilfe kommen. Wir sind da. Habe. Ah, nein. Okay. Yeah, zum Mörder, yo! Zeit, sich in Schale. Hurra! Hoffentlich passt der. Yay, Doppelsprung. Ich fliege. Och, und jetzt? Ja, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten uns jetzt wieder zu dieser Dekontaminationsstation geben. Hier lang. Wo bist du? Hier lang. Renn ich dir lang? Ja. Ja, das bin ich. Lade nach! Ich frag mich, ob man irgendwo sieht, ob die schon Exo-Anzüge haben oder nicht. Ja, nicht. Die zwei hatten jetzt gerade welche. Nein, ich meine, ob die anderen zwei unsere Kompagnons. Bist du das da hinten? Ich war mal hinter dir. Ja. Ja. Auf Munition achten, Decker! Ja, blieb gay. Ist doch schon mal besser als die Exo-Survival-Modus. Ja. Da steht immer noch in diesem blöden Korridor. Oh, da trotteln wir mit. Exosuits, du nicht. Weil du ein Penis bist. Weil du ein Penis bist. Weil du kein Anti-Teamplayer-Penis. Zombies halten mittlerweile ganz viel aus. Kann man dashen? Ja. Wie denn? Springen und dann sprinten. Ah. Das ist ein bisschen blöde Kombo, finde ich. Das ist richtig viel Damage-Typen. Ja. Ich kann noch mehr Kugeln in die Fräse schießen. Wir gucken mal, das Zielfeld von dem fucking Raketenwerfer an. Muss Munition sparen. Du bist der Typ ohne Cap. Yes. Der Vorstand oder was das ist. Vorstand und Cappy. Typ. Wenig Munition! Meine Augen brennen. I don't know why. I don't know Obama. Eine Uzi. Brauche mehr Munition. Ah, Geld. Damit will ich diesen extra Zug einer Eröffnung sich völlig neue Wege, weil wir jetzt irgendwo hochspringen können, was vorher noch nie der Fall war. Brauche Deckung beim Nachladen. Wusch. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwelche offensichtlichen Wege, wo wir landen sollten? Nein, Glück, dass der Raketenwerfer lieber Schaden macht. Ja, du musst ja die Typen treffen. Wow. Ja gut, die kommen... Ich weiß auch nicht. Mit dem Korridor im Nano. Das hat er nämlich schon irgendwer left vor der, an Killing Floor. Oh ja, Killing Floor, das war auch so. Ja. Munition! Oh Scheiße, das wird sie alle vernichten. Ich glaube, ich habe jetzt irgendeine MG rausgeholt. Also, Amelie. Sind wir jetzt wirklich nur noch so weit, wir in diesem Korridor stehen, einfach ein bisschen zu. Keine Ahnung, wir haben keine Karte. Kein Plan. Also, Runde 8. Wollen wir mal hier rein, mein Main Hub? Alter, wenn du die Tür aufmachst, ist der hier bestimmt voll sauer, weil da kommen die Zombies auch noch von hinten, weißt du, ich meine. Und der sieht so aus, als wäre er darüber froh. Wenn die Zombies von hinten kommen? Nein, also so wieder hier rumrennen und. Ja, Zombies killen. Waschen. Was schmein, oder? Ganz sicher bin ich mir ja nie. Überschaden! Genau. Ein Schuss und Busch. Kaputt. Und der Kopf wächst mit dir. Wow, wow, wow. Der eine hat einfach mal schon 12.000 Geld. Ja, aber dein Penis ist und nichts teilt. Deswegen hat er auch noch kein Exosuit. Ich glaube, jetzt ist er aber gerade losgelaufen, um sie einen zu holen.
Ja, oder Penis jetzt durch das ganze Level durch. Hoppla. Sicherheitsmodus aktivieren. Haha. Jetzt brauch die Fresse, Zombies. Ja, das wird richtig. Der ist einfach so abgefallen. Sauber abgetrennt. Da. Lade nach. Hier liegt's Cover. Er braucht eine Decke. Ja, keine Ahnung. So richtig. Weiß ich nicht. Ja, wir hatten nicht mit einem am Anfang gesagt, ja, wir müssen in diesen Raum, um das zu tun. Ja, die sagen nur alle zwei Runden, müssen wir ja durchreiten. Die Munition wird knapp. Aber die zwei anderen zwei haben sich jetzt hier verzogen, glaube ich. Der eine Nein, das ist hier. Ist das Cappy Guy? Nee, das ist. Das ist Sanitär. Der eine hat jetzt gerade Geld ausgegeben für irgendwas. Weißt du, sollen wir jemand hinterhergehen? Weiß nicht. Gib mir den mal an. Muss Munition. Du hast keine Muni mehr, gell? Du arbeitest in der IT, richtig? Geht's da lang? Nein. Nein. Ich hab nur von dir gehört. Da sind die wieder. Weißt du, soll ich mal nachhören? Was? Was ist das für ein Ding? Das ist Exo-Nachladens. Da hab ich nie genug Geld für. Was machst du denn mit deinem Geld? Aber ich glaube, das... Oh, Alter, jetzt bist du infiziert. Wo ist dieses Ding? Lauf! Scheiße! Du! Ich wäre jetzt fast infiziert worden. Guck mal, diese Zombies laufen schneller, dass du splitten kannst. Gerade nach, brauche Deckung. Wo ist dieses Desinfektions- Da lang, hier lang. Lang. Mir nach. Da, hier, da. Schnell, sieht cool aus. Infektion geheilt? Jo. Was hast du denn? Zombie hinter mir! Alter, wenn du uns jetzt jeder einzelne Zombie infiziert, dann wird die ganze Sache irgendwann ganz schön stressig. So ein bisschen. Wow. Ha, ihr Bitches. Ich bin oben auf einem Bus. Auf einem Bus bin ich oben. Mhm. Oder komm auch hoch, scheiße. Ja. Fuck. Jetzt ist die. Alter, jetzt bin ich auch infiziert. Ja, scheiße. Abklingzeit. Ah, wenn wir auf der Desinfektionsding stehen und du machst das zum Beispiel, dann. Ja, dann zählt für alle, hä? Ja, das ist so. Doch ist so ein Ego-Modus ist das dann doch wieder nicht scheinbar. Nur für den Typen. Vielleicht bekommt man sogar Geld zurück, wenn man andere mitteilt. Das ist ziemlich nett. Bastard! Wo ist der andere denn? Der ist wieder weggelaufen. Ich weiß nicht genau, was dem sein Ziel ist. Punkte machen, überleben, Highscore, Palaver. Wo bist du? Wo sind alle? Der rennt da an irgendwo hin. Ja, wir müssen immer nicht nachlaufen. Wo bist du? Ja, da in dem Korridor. Ja, der Drucker hier funktioniert noch. Die letzten müssen sitzen. Hallo. Wir brauchen eine bessere Ausrüstung. 3D-Drucker-4-Funktion. Ja. Das ist ein Dickbad sein und die Tür einfach aufmachen. Zum Main Hub. Ich will jetzt das Exo nachladen. Ich spüre eine MG. Yeah! Schnelleres Nachladen! Fast Reloading! Yeah! Ja, das ist genau das, was ich brauche, wenn ich mit MG spiele. Schnelles Nachladen. Sicherheit aktivieren! Was ist Sicherheit eigentlich? Hyperkill! Sicherheit, das ist wahrscheinlich das ist die ganzen Lasers. Laserschützen. Solange sie weich sind. Wow. Nett. Hab ihn zu Tode gelangweilt. Ich glaube, die gucken unsere Videos. Yes. Ich brauche was Neues zu trinken. Jetzt bin ich down gegangen, aber ich wollte zumal so Solidarität trinken. Achso. Ich wüsste ja irgendwie gern, was hier das Ziel ist, weil ich glaube, nur überleben ist es ja auch nicht, weil. Es kommt jetzt halt darauf an, ob die Story gedacht ist, überhaupt im ersten DLC schon fertig zu werden. Ja, also komm, ich glaube nicht, dass da nur eine Map dabei ist. Das wäre ziemlich dickig. Das war aber mal noch so. Aha. Aber du hast in der einen Map komplett fertig spielen können, glaube ich, oder? Ja, die Map ist ja immer weitergegangen. Da bist du mit dem Bus hier rumgefahren, bei Black Ops 2. Hä?
Hey, wir sind ja in der Zukunft, hier gibt es keine Busse, ja? Ja, Black Ops 2 ist auch so mehr oder weniger in der halben Zukunft. Ja, weil der Zombie-Modus war nicht in der Zukunft. Der spielt auf derselben Zeit. Der spielt ja nämlich in Nuketown, glaube ich. Na, du kannst nach Nuketown gehen. Das ist, glaube ich, so ein Bonus-DLC-Map. Ach so? Ich glaube. Vibrierst ganz schön laut. Hä? Vibrierst ganz schön laut. Ja, Mann. Ja, vielleicht sagen die dann ab irgendeiner Runde dann, ey, jetzt müsst ihr da und dahin, ihr habt lange genug gelebt. Oder verstecken wir jetzt hier, kommt in den Job. Oh, ich bin down. Ich bin down. Ich werde dich gleich. Danke. Scheiße. Bin ich down. Ich bin fast trick, wenn ich könnte. Wenn ich kann nicht. Könnt ihr pennen? Was heißt hier? Ich weiß aber nicht, ob es unsere Teamkameraden tun. Leck mich fett. Ich würde mir mal gerne für meine Kohle ein neues Teil holen. Geht das Ding wieder, weißt du? Komm mit. Eine Woche. Ich hole mir jetzt dieses. Ich muss. Mach die Kamera. Speichere ich nicht aus. Oder? Nein! Also, ist das Ding aufgehört zu recorden? Ich denke. Scheiße. Dann haben wir jetzt nur noch Ton. Ja, wir müssen das restliche Display mit unseren sexy Stimmen vollführen. Sexy Voice-Over. Ich hab mir jetzt Sanitäter geholt. Keine Ahnung, was das ist. What the fuck? Wo bist du? Ich bin im Gang. Das ist das einzige im Gang geblieben, glaube ich. Ja, toll. Bitte! Kommunikation im Team, irgendwie. Irgendjemand? Nein? Da liegt noch jemand bei mir im Gang. Das ist auch nett. Oh oh. Der Hausmeister liegt bei mir im Gang. Ich lieg auch am Boden. Deum! Das ist ja herrlich. Deum! Dann ist es wenigstens nicht lang ohne Video. Oh, es hat gezählt. Was hat gezählt? Ey, er hat da so eine Radioaktivitätszone gemacht. Ich glaube, der jetzt fortwährend Zombies killt. Lebst du auch wieder? Jo! Sag das doch! Komm, da wäre ich jetzt in die Tür gekommen. Ich dachte, du warst das. Nein. Ich liege jetzt aber wahrscheinlich. Dynamobbe! Scheiße, ich bin am Boden. Der Boden zerstört. Ich glaube, wir müssen mal zu diesem grünen Atlas-Symbol. Wieso? Keine Ahnung. Ah ja, da können wir hingehen. Exo wird neu gestartet. What the fuck? Blöder Zombie, jetzt funktioniert der ja einfach. Der war da. Ratatouille! Da geht die Muni aus. Fuck! Hilfe! Alter, zu viele Zombies, zu viele Bees. Zombies, ich liege auf. Also meistens sagt man echt Z. Sieh's. Oh, hinter uns hat er eine Tür gebaut. Das war bestimmt Dickbutt McCappy Cap. Nein, ich glaube, der hat am ehesten doch die Tür zugelassen. Oh ja, stimmt, der vierte ist weg. Wahrscheinlich hat es der gemacht und lief. Das war eine ziemliche Dickbutt-Aktion. Aber hallo. Ich muss jetzt erstmal pieseln wie Sau und wir müssen scheinbar erstmal die.